Voice of Reason. Herzlich willkommen bei The Voice of Reason. Wir müssen immer noch zu Ende diskutieren, ob jetzt die Progressiven oder die Konservativen glücklicher und zufriedener sind, wobei wir das Ergebnis eigentlich schon vorweggenommen haben, wir eher über das Ergebnis diskutieren wollen. Bevor wir da weitermachen, Nikhil hat noch eine kleine Ansage für euch. Genau, wie beim letzten Mal sage ich, es kommt die SkepCon am 18.05. bis zum 20.05. in Frankfurt. Das ist die Jahreshauptkonferenz der gesellschaftswissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, wo wir stolze Mitglieder sind. Und zumindest meine Wenigkeit ist dort vor Ort. Also wenn ihr mich treffen wollt, dann könnt ihr das dort tun. Ist für Mitglieder im Übrigen günstiger. Also das heißt, meldet euch auch als Mitglied an, dann kriegt ihr das ein bisschen günstiger. Und jetzt mit dem Rabattcode GWP20 gibt es nochmal. Machen wir es mal so. Ich frage mal, jemand, der sich mit Tibor als Code oder The Boys of Reason irgendwie so anmeldet, also vielleicht gibt es dann auch den Frühbucher-Rabatt. Kann ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ihr könnt es ja versuchen. Ja. Wir versuchen, was möglich zu machen, nur für euch. Ja, wir tun alles. So, wir waren mittendrin stehen geblieben. Also wir haben erstmal ganz kompliziert geklärt, was ist eigentlich konservativ, was ist progressiv, haben gemerkt, das ist alles nicht so einfach. Denn nichtsdestotrotz war das Ergebnis der Studie irgendwie, dass das Konservative im Schnitt irgendwie zufriedener und glücklicher sind. Wir hatten dann festgestellt, was ist denn so ein typischer konservativer Wert? Du hast dann gesagt, zum Beispiel Patriotismus, zum Beispiel religiös sein. Hattest du auch schon gesagt, so verheiratet sein, genau, also klassische Beziehungsmodelle, die man so kennt, ne? Also jetzt irgendwie nicht. Also es heißt nicht, dass jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn man sagt, Ehe ist ein Wert, dann ist irgendwie mehr davon besser. Also Donald Trump, der war irgendwie, weiß nicht, 3 oder 4 Mal verheiratet, der ist besonders konservativ. So funktioniert das nicht. Ja. Oder gleichzeitig hilft er auch nicht. Ja. Genau. Also mindestens und genau einmal verheiratet sein und mit der gleichen Person auch bleiben. Und das interessanterweise ist es auch also bei der Lebenszufriedenheit ein Faktor, der ganz positiv abschneidet. Jetzt Sinan und ich, wir sind beide Single, Matze nicht. Mhm. Das könnte mit der Erklärung zu tun haben, die auch gegeben wird, warum vielleicht Konservative glücklicher sind. Ganz genau. Ja, ist tatsächlich so. Also durch unabhängige Forschung ist das bestätigt. Ja, also es gibt mehr als eine Studie, die sagt, konservativ. Übrigens nicht nur die konservativen Politiker, sondern auch irgendwie Leute, die sich einfach nur konservativ identifizieren, sind besser aussehend. Also durch andere Leute bewertet. Ja. Okay. Also das ist eine seriöse Studie, die das ja. Wir können auch mal ein Video zur 13-Fragen-Diskussion zu Germany's Next Topmodel und solcher Castingshows hier oben verlinken, weil jetzt wird bestimmt gleich jemand hier in die Tasten hauen, aber Schönheit ist subjektiv und so weiter, und damit befasse ich mich in der Folge. Genau. Da könnt ihr meine Meinung auch fundiert dort nachhören und dann dort dieses Thema durchdiskutieren in der Kommentarspalte. Kurzer Exkurs, einfach jetzt hier ein kleines Gedankenexperiment. Wir sind ja hier immer noch bei The Voice of Reason. Es ist immer noch ein Stammtisch, ja. Also das möchte ich mal festhalten. Ja. Du hast gerade so scherzhaft gesagt, nein, beziehungsweise du meintest es natürlich brutal ernst, dass du in einer Beziehung bist, weil du einfach hübscher bist als wir. Ich habe mir darüber mal wirklich Gedanken gemacht und bin da gar nicht so sicher. Ich habe immer das Gefühl, ich glaube, je weniger hübsch du bist, desto eher hast du die Chance auf eine Beziehung, weil du hast keine Auswahl. Nein, du hast viel größere Auswahl, weil wenn du mega hübsch bist, dann wirst du doch tendenziell, also Menschen suchen irgendwie ein Match. Verstehst du, was ich meine? Also auch optisch. Also wenn du jetzt, das ist sehr schwierig, aber wenn du jetzt so sagst, guck mal, jeder hat ja eine Selbstwahrnehmung und dann guckt man irgendwie und denkt sich, ach komm, ich bin schon irgendwie ein ganz hübscher oder so. Das klingt jetzt alles brutal, was ich sage, ne? Also wirklich, das ist sehr nur Gedankenkonstrukt und so. Dann würde man ja sagen, okay, ich will schon irgendwie eine Partnerin, die mit mir matcht. So. Und wenn ich super hübsch bin, dann bleiben mir als Match nur noch die super hübschen. Und die sind ja tendenziell, glaube ich, weniger als die nicht super hübschen. Das heißt, die weniger hübschen haben einen viel größeren Pool an potenziellen Partnern. Aber hatte ich mal so nachgedacht. Aber auch also, die Konkurrenz steigt, ja.
oder sinkt in beiden Fällen. Nee, genau, du bist ja in dem gleichen Segment. Das heißt, also die unter dir, die konkurrieren nicht. Ja. Nee, aber ich möchte damit sagen, als super Hübscher hast du um die super Hübschen ja dann auch weniger Konkurrenz. Und umgekehrt, wenn dir theoretisch jeder für dich ein potenzieller Partner ist, sind ja auch alle anderen in deinem Segment deine Konkurrenten. Und das sind ja numerisch dann auch wieder viel mehr. Ja, okay. Also ich glaube, das hebt sich an der Stelle ein kleines bisschen auf. Ja, okay. Aber das Interessante ist, also Sinan hat jetzt wieder eine so eine Beobachtung aus dem echten Leben rausgepickt und es gibt ja tatsächlich die Beobachtung, also dass vor allem erfolgreiche Frauen große Probleme haben, Partner zu finden. Ja. Ja. Und zwar deswegen, weil Frauen bei der, sage ich mal, Einstufung in die sozioökonomische Schicht und also wie weit es jemand im Leben gebracht hat und sowas, wollen die zumindest jemanden auf Augenhöhe, aber besser noch höher. Ja? Genau, und wenn bei Männern ist es so, für die ist Schönheit oder Äußerliches wichtiger. Schön und jung. Genau, für die ist quasi egal, du kannst, keine Ahnung, kannst arbeitslos sein, musst gut aussehen und jung sein und dann wird dich auch ein männlicher CEO nehmen. Umgekehrt, ein weibliches CEO nimmt tendenziell nur jemand aus der gleichen Kategorie von Accomplishments, wie du es gerade gesagt hast, Errungenschaften und so weiter. Und da ist halt der Pool natürlich viel, viel kleiner als nur optisch ansprechend und jung. Und deswegen, also es gibt ja auch ab und zu mal, also wenn man im echten Leben unterwegs ist, auch also vielleicht Frauen, die Kontakt aufnehmen, ja, und also es gibt manchmal welche, die das nicht verstanden haben, dass zumindest jemandem wie mir das völlig egal ist, was du alles studiert hast, was du alles erreicht hast, ob du Kohle auf dem Konto hast, ja. Das, also zumindest ich für meinen Teil, genau, bei dir ist es genauso und bei Matze, der kann sich das wirklich leisten, wenigstens auch. Ja? ist es tatsächlich so, dass es, also der finanzielle Aspekt, also von den Männern aus gesehen, ja, also ob sie Kohle hat oder nicht, ist halt praktisch, wenn sie auch Geld hat, ja, aber es bringt auch bestimmte Probleme, dann will sie auch halt irgendwie vielleicht mitbestimmen. Jetzt wird's wild, ja. Jetzt wird's wild, ja. Nee, das war natürlich nur ein Scherz. Ja. Nee, aber es mag vielleicht diesen Effekt auch geben, dass man sich als Mann, wenn man so dieses Bild von sich selbst hat, ja, dass man irgendwie der Versorger sein möchte, dann wird einem das natürlich dadurch genommen, dass sie mehr Geld hat, ja. Mir wäre das absolut recht. Ich könnte mir total vorstellen, auch dass sie die, weiß nicht, Brötchen nach Hause bringt. Also wie gesagt, auf den Deal ist noch keiner angegangen, aber nur in meinem Gedankenschloss. Warum nicht irgendwie die Frau Karriere machen lassen? Dann kann ich mich zu Hause mit meinen Büchern verdingen und Aufsätze schreiben. Also habt ihr das mitbekommen, alle wohlhabenden Frauen da draußen? Wir haben damit kein Problem, dass ihr viel erfolgreicher seid als wir. Das juckt uns gar nicht. Also ihr dürft auch mal sehen. Alles gerne bestimmen. Ich bin da absolut durch. Wir werden Ihnen und Nickel mitfinanzieren, querfinanzieren. Absolut. Ich mache alles, was ihr wollt. Ich habe da gar keine Machtansprüche, gar nichts. Ich bin da völlig devot. Meine Freundin ist gerade auch arbeiten und ich mache YouTube-Videos mit euch. Also. Ich glaube, den Stammtisch-Aspekt, den haben wir jetzt abgehakt. Ja. Wir müssen Timestamp reinmachen, 5 Minuten Schrott. Also wird mir trotzdem immer nachhängen, glaube ich, was ich gerade gesagt habe. Völlig egal. Gut, okay. Weitere Aspekte, also wir sind jetzt noch bei möglichen Erklärungen, warum Konservative glücklicher sind. Jetzt waren wir bei der äußeren Attraktivität. Wer als Kind gesünder war, das hat mich auch, beziehungsweise wenn man drüber nachdenkt, ist es nicht mehr so ganz überraschend, aber wenn du als Kind gesünder warst, die Wahrscheinlichkeit, dass du später konservativ bist im Leben, höher. Wodurch kann das kommen? Man weiß es nicht so richtig, aber es könnte zum Beispiel damit zu tun haben, dass du, wenn du als Kind immer kränklich warst, du einen besonderen Sinn für Benachteiligungen hast, dich angesprochen fühlst von linken politischen Positionen, die versuchen vor allem Benachteiligungen auszugleichen, durch irgendjemanden Dritten, also nicht durch dich selber, durch dass du dich hocharbeitest und vielleicht würde ein Konservativer sagen, irgendwie sowas war nie ein Problem von mir, was haben die sich so und so weiter, ne? Und sich das irgendwie schönreden, ne? Dass es halt gar nicht so schlimm ist, irgendwie so zu sein. Ja. Eine mögliche Erklärung, aber es ist natürlich, also eine Eigenschaft, also gesund zu sein, ist eine Eigenschaft, die dich halt natürlich auch prädestiniert, glücklicher zu sein.
ich würde noch ergänzen, dass es vielleicht die alleroberste Ebene ist, wenn du krank bist, dann möchtest du gerne, dass sich das ändert. Also bist du gegenüber einer Veränderung auf der Ebene schon mal sehr, sehr offen sogar. Du wirst sie gut finden. Und wenn du gesund bist, dann möchtest du gerne, dass es so bleibt und dass sich da nichts so ändert. Und ich glaube, da könnte auch schon ein Eckpfeiler drin stecken, weil für den einen ist Veränderung per se gut, wünschenswert, und für den anderen eben nicht. Und das ist wahrscheinlich schon ja auch ein Indikator dafür. Mhm. Ja, und wenn du gesund bist, dann ist natürlich jede Veränderung, also wenn du wirklich gesund bist, ist jede Veränderung eine Verschlechterung. Wohingegen gar nicht so richtig klar, wenn du nicht so richtig gesund bist. Also es gibt ja auch, also kann auch noch schlimmer Zustände werden, wo du sagst, ja, jede Veränderung wäre eine Verbesserung. Ja. Ja. Das sind schlimme Situationen, aber das ist im Übrigen auch so eine Lebensweise, nach der ich lebe, dass ich sage, wenn etwas schlimm ist oder schlecht ist, klingt schlimm, ja, also nehmen wir einfach mal Unzufriedenheit, dann ist immer mein erster Ansatz, dass ich sage, verändere etwas. Weil wenn es ganz schlimm ist oder ganz schlecht ist, dann ist meistens eine Veränderung erstmal besser. Also zumindest weißt du es dann. Vielleicht war es auch nicht so. Aber Mut zur Veränderung bin ich da schon. Also wäre ich schon eher Team progressiv. Jetzt muss ich aber kurz mal einhaken. Wir hatten es in der letzten Folge ganz zu Beginn, hattest du es so ganz kurz angeschnitten. Jetzt haben wir festgestellt, was jetzt so konservative Werte sind und dass die im Schnitt irgendwie so, die Leute sind irgendwie hübscher, die sind zufriedener und so alles und so weiter. Und in mir zuckt die ganze Zeit so der kleine Woke-Sini und sagt, ja, die sind ja auch alle hardcore privilegiert. Also genau, das ist genau der nächste Schritt, den wir machen. Also die Hypothese wäre, die Konservativen sind einfach nur die Privilegierten, die sich ihre Situation schönreden und dann sagen... Das heißt, schönreden, die müssen ja nicht mal schönreden. Die ist ja gut. Also nee, du könntest ja unzufrieden sein damit, dass du ungerechtfertigt privilegiert bist. Ja. Und diesen zweiten Teil, also du bist privilegiert, also dir geht's besser. Ja. Und auf der anderen Seite leidest du aber darunter, dass du diese Privilegien vielleicht gar nicht haben solltest. Also wenn du ein linker Privilegierter bist, dann musst du dich im Prinzip die ganze Zeit selber auspeitschen. Ja? Und böse tun. Okay, jetzt sind wir natürlich bei sehr woke-aktivistisch quasi, ich habe eigentlich gar kein Problem, setz mich für irgendwas ein und mir geht's trotzdem schlecht, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gäbe. Gibt es natürlich die Leute? Davon gibt es eine Menge und das wäre im Prinzip auch genau mein nächster Punkt. Ja? Okay. Also die Hypothese wäre, und ich habe ja auch gesagt, also Musa Gabri hat das auch schön auf den Punkt gebracht, er sagte halt irgendwie, die Tatsache, dass die Konservativen glücklicher sind, ist nicht irgendwie für diejenigen Leute, die das erforschen, ja, irgendwie so ein Anhaltspunkt dafür, dass man sagt, irgendwie, hey, vielleicht können sich da andere Leute irgendwie was abschauen, sondern die versuchen zu sagen, mit denen stimmt irgendwas nicht, ja, man kann doch nicht glücklich sein, wenn man irgendwie was nicht privilegierter ist, also die versuchen das irgendwie so zu pathologisieren, ja. Und was die halt eben sagen, und das ist halt eben eine leitende Hypothese, dass, also man das so erklärt, dass man sagt, also konservativ ist jemand, der ein Privileg hat, ja, und sich schön redet, dass er das auch verdient hat. Aus Sicht der Linken hat ja niemand irgendwelche Privilegien verdient, ja. Außer es ist an irgendwelche Ämter gekoppelt oder irgendwie sowas, aber nein, nicht verdient, sondern das ist immer nur das Ergebnis einer ungerechten Welt, dass du privilegiert bist, ja. Und es wird sozusagen unterstellt, dass man selbst versucht, die kognitive Dissonanz aufzulösen, die man ja haben muss, wenn es einem selber besser geht als anderen. Also die logische Konsequenz wäre, also hast du da Erfahrung sicherlich darin. Was die linke Position dann sagt, ist, wenn du privilegiert bist, dann müsstest du eigentlich erkennen, dass dieses Privileg ungerechtfertigt ist und das müsste dir dann schlecht gehen, also beziehungsweise schlecht gehen, dass du könntest es eigentlich nicht genießen. Du solltest weniger glücklich sein, als du bist, das auf jeden Fall. Ja, krass, so ein bisschen, also ich versuche ja immer Sachen erstmal nachzuempfinden. Ich habe jetzt gerade überlegt, wo habe ich dieses Gefühl schon mal gehabt? Und da ist jetzt bei mir sofort in den Kopf geschossen, ich kenne dieses Gefühl ganz klar, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und das Urlaubsland ist viel, viel ärmer als aus dem Land, wo ich komme. Und ich bin dort sozusagen... Du sagst dir dann so,
Ist aber schon okay, dass es so ist. Nee, eben nicht. Also ich finde das nicht cool. Also ne, das ist so der Klassiker, du gehst, also ich mache auch ungern in Regionen einfach Urlaub, wo dieses Gefälle so krass ist, und das ist es automatisch, wenn du in bestimmte Bereiche der Welt irgendwie mal hinkommst. Da bin ich, selbst wenn ich jetzt hier in Deutschland mit meinem YouTube-Geld da irgendwie nicht zu den Topverdienern gehöre, in der Region bin ich aber ein Topverdiener, und das wissen auch alle. Ne, das ist ja sofort allen klar. Und mir geht es dann irgendwie nicht, ich kann das nicht so richtig genießen, wenn ich merke, da ist so ein krasses Gefälle. Wir können mal eine Sonderfolge machen zu deinem Nordkorea-Urlaub. Ich glaube, so weit muss man da gar nicht fahren. Da reicht schon wahrscheinlich, keine Ahnung, da reichen bestimmte Regionen. Also das ist ja für mich schon so, wenn ich in der Türkei bin, in bestimmten Regionen ist einfach dann, dass da geht, dass die Bevölkerung viel, viel ärmer. Und das ist. Also, ich fühle mich dann nicht cool. Also, irgendwie, ich kann das schon nachempfinden. Also, ich habe dann schon das Gefühl, ich bin hier, habe irgendwie gar nicht die Sorgen und will gerade einen Urlaub machen, und die wissen hier gerade gar nicht, wie sie über die Runden kommen. So. Ja, wir sind alle links. Ja. Und ich glaube, das ist auch gut, dass man sich das vor Augen führt, anderen Leuten geht schlechter. Weil du musst dich ja dann nicht nur auspeitschen, du kannst dich überlegen, was ist dir zumutbar, dass du selbst tust. Ja. Dann tust du das, dann hast du auch noch das Gefühl, du hast was Gutes getan, und dir geht es immer noch nicht so schlecht, wie es also Leuten in also sehr viel schlechter gestellten Teilen der Welt geht. Ist gar nicht so schlecht. Also, ja. Klar, wenn man es so ausnutzt. Und ich versuche auch mit diesen ganzen Ergebnissen so umzugehen, dass ich mir sage, das liegt nicht am Linkssein. Das liegt daran, dass bestimmte Linke das auf die falsche Art und Weise verarbeiten. Ja? Aber dazu kommen wir jetzt noch. Okay, dann komm da mal hin. Genau, okay. Also die Hypothese, die wir uns jetzt anschauen, ist: Konservative sind einfach nur privilegierte Menschen, die sich einreden, dass sie diese Privilegien verdient haben. Ja? Und wenn du das erfolgreich eingeredet hast, dann hast du auch kein schlechtes Gewissen mehr. Ich habe ja auch einfach mehr dafür getan, genau. Und so weiter. Ja. Kann ich und das nicht, hat so ein bisschen was zu tun mit der konservativen Welt- und Lebenssicht. Ja? Also was ist da drin? Also arbeite hart an dir. Ja, wenn die Dinge nicht so sind, wie du es dir wünschst, dann geh nicht zu jemand anders, sondern frag dich selber irgendwie, was du tun kannst oder irgendwie sowas. Ja? Übrigens, glaube an freien Willen macht es auch wahrscheinlicher. Es gibt ja auch Studien, die also untersucht haben, was passiert, wenn du den Leuten sagst, irgendwie, wie würdest du dich in bestimmten Situationen entscheiden, irgendwie, was würdest du halt irgendeine moralische, was nicht, Verfehlung irgendwie begehen, ja? Und bedenke, eigentlich kann man sich streng genommen ja gar nicht aussuchen, was man tut, weil es ja alles vorher bestimmt, ja. Versus, können wir auch mal ein neues Video verlinken zum exakt, Thema Determinismus. Ja. Euer Bein. Oder kein freier Wille. Ja. Genau. Und das Interessante ist, also wenn du den Leuten vorher sagst, ja, bedenke, man hat keinen freien Willen, dann sind sie unmoralischer, arbeiten weniger irgendwie an sich und so weiter. Und das ist etwas natürlich, was du nicht provozieren möchtest. Ja? Also das heißt eigentlich, also selbst wenn es stimmen würde, ja, Menschen haben keinen freien Willen, solltest du es denen nicht unbedingt sagen. Das ist ja mein Also das ist, eine, ja. Das ist eine Befürchtung, die es gibt. Da würde ich gegen Argument, also das ist eine umstrittene These, ob sie wirklich unmoralisch handeln. Das sind empirische Ergebnisse. Ja. Okay, da müssen wir in der experimentellen Philosophie. Ja. Also okay. was so den Problemkomplex. Übrigens, ich habe dazu auch ein Buch. Ja. Geht nicht so ganz genau um diese Aspekte, aber der Themenkomplex Willensfreiheit ist auch mit abgedeckt. Experimental Philosophy, a Critical Study. Interessanterweise wurde auch oft unter meinem Video eben kommentiert, ja, aber wenn das so wäre, wenn es keinen freien Willen gäbe, dann gäbe es ja auch keine Moral, und wie sollen wir dann da irgendwie noch zusammen leben? Und dann musste ich immer kommentieren, richtig, das wäre blöd, und wir brauchen moralische Systeme, um praktisch miteinander zu leben, aber das bedeutet halt nicht im Umkehrschluss, dass es da nicht stimmt, dass es oder dass das bedeutet, es gibt einen freien Willen oder es verneint, dass es keinen freien Willen gibt, aber natürlich ist es keine praktische Weise zu leben, aber das ändert ja nichts an der Wahrheit einer These, oder nicht? Das ist auch immer so ein Twist, den viele Leute nicht machen können, weil es halt einfach so kacke wäre für unser Leben. Aber das war ja so ein bisschen meine Motivationsansprache, dass ich gesagt habe, selbst wenn das alles so ist, leb nicht danach, sondern du musst daran glauben, dass du die Zügel in der Hand hältst. Das ist der einzig sinnvolle Weg. Also alles andere wäre fatal
Ismus. Also. Ja. Ja, ich habe auch versucht, eben dann die positiven Learnings daraus, oder positive Dinge daraus abzuleiten, die uns helfen können mit der Einsicht, zum Beispiel weniger Schuldzuweisung zu machen und selber weniger verantwortlich zu fühlen bei negativen Dingen und so weiter. Aber jetzt driften wir gerade ein bisschen. Okay, bisschen wieder Videos zurück. Von Sinan und mir können wir anschauen, genau. Ja, wieder und zurück, Nikhil. Alles geht durcheinander, weil Fatalismus ist mit freiem Willen vereinbar. Ja? Es könnte ja so sein, dass du, egal wie du dich entscheidest, das Universum quasi die Ereignisse auf ein bestimmtes Ziel hin konvergieren lässt. Ja. Ja? Also, weiß nicht, Ödipus, der dann irgendwie. Also dieser Mord ist ihm nicht erspart geblieben, obwohl er gedacht hat, er tut genau das Richtige. Aber gut, naja. Gut, wo waren wir jetzt? Also das konservative Lebensmodell sagt irgendwie sowas wie, arbeite hart an dir, was nicht glaubt, dass du einen freien Willen hast, dann hast du auch Selbstwirksamkeit, ja. Begeb dich in bestimmte, was nicht, Konstellationen, wie also so, regelmäßige Glaubensgemeinschaft, die sich immer wieder trifft, ja, also geordnete soziale Beziehungen, hab einen regelmäßigen Partner oder eine Partnerin, und so weiter und so fort, ja. Und das Interessante ist, dass also diese Art von Lebensmodell, ja, was der Hypothese nach jetzt, oder scheint alles so darauf hinzudeuten, ja, die Leute glücklicher werden lässt, ja, wenn das vor allem von privilegierten Menschen so gelebt würde, ja, dann würde man nicht vermuten, dass beispielsweise Einwanderer in Amerika tendenziell eher dieses Lebensmodell haben. Ist aber so. Also mit anderen Worten, so Hispanics und so weiter, also die erste Generation Einwanderer sind, sind viel konservativer als der Rest, ja. Und da wird es halt dann irgendwie schon schwierig zu argumentieren, naja, das sind halt irgendwie nur Leute, die irgendwie ihre Privilegien gerechtfertigt haben wollen. Das scheint so nicht zu sein. Dann bei älteren Menschen ist es genauso. Was ich schon in der letzten Folge betont habe, ist, eine Studie hat ergeben, dass vor allem da, wo Menschen von Gewalt, von Krieg und so weiter bedroht sind, ja, also äußere Bedrohungen vorherrschen, da ist es auch so, dass Konservativismus dazu führt, dass die Leute glücklicher sind. Ja, also für die hat es einen besonders starken Effekt. Und das sind auch keine besonders Privilegierten. Ja. Mhm. Und der nächste Punkt ist, dass diejenigen Leute, die sich selbst am progressivsten und am linkesten verorten, also durch, wenn man die befragt, also welche politischen Positionen nimmst du ein, das ist wer? Weiße, sehr hochgebildete und sehr wohlhabende Menschen. Die sind also die tendenziell am linksprogressivsten sind, ja. Mhm. Und die sind ja genau nicht die Leute, die also geringsten Privilegien haben. Also die Hypothese würde eigentlich vorhersagen. Das müssten die Diskriminiertesten müssten das sagen, aber das ist gar nicht so, sondern die. Genau, ja. Also die Diskriminiertesten müssen im Prinzip eigentlich halt dann irgendwie, was nicht, die Linkposition haben und die, und die weißen Tech-Ingenieure oder irgendwie sowas in Silicon Valley, die müssten im Prinzip total konservativ sein, ja. Aber wenn man sich anschaut, also nach Selbstauskunft, also wenn du schaust, für welche Parteien spenden die und so weiter, ja, was posten die auch selber auf Social Media, wie stellen die sich selbst dar, ja, sind das eigentlich die am progressivsten sind. Ja. Aber deckt sich das nicht mit dem, was wir vorhin besprochen haben, dass die es dann eben zumindest aus der linken Perspektive richtig machen, weil die ja ihre kognitive Dissonanz auflösen durch ihre unverdiente Privilegiertheit sozusagen, würden ja dann, also ein Linker würde sagen, ja genau, deswegen ist das so bei denen. Die haben massive kognitive Dissonanz, weil die sind ja immer noch privilegiert und die sagen, ich sollte nicht so privilegiert sein, aber ich habe hier alle diese Privilegien. Ja. Und meine Gruppe ist, also die, zu der ich gehöre, ne, die weiße, privilegierte, cisgender und so weiter Gruppe, ist diejenige Gruppe, die an allem schuld ist, was schlecht ist in der Welt. Ja, sicher, aber deswegen versuchen sie sich ja so extrem progressiv zu engagieren und wahrscheinlich auch zu spenden und gewisse Programme zu unterstützen, um von ihrem unverdienten Privileg etwas abzugeben und dafür auch Aktivismus zu betreiben. Also ich finde das jetzt eigentlich schon, das wäre, was ich von der Theorie erwarten würde. Oder das ist exakt nicht, was passiert. Also wenn man sich anschaut, wie viel anteilig vom Einkommen Menschen spenden, kommt das interessanterweise, ich kann es gar nicht aussprechen, weil es mich auch geschockt hat, ja, konservative und religiöse Menschen spenden am meisten von ihrem verfügbaren Einkommen.
Das sieht man absolut, sieht das dann so aus, weil die, die extrem gut verdienen, die hauen halt mal einen Tausender raus, aber der Tausender ist für deren Verhältnisse weniger wert als für den Konservativen, der für seine Religionsgemeinschaft irgendwie 200 Euro raushaut, aber das einfach einen viel, viel größeren Anteil macht. Ja. Wobei natürlich die Frage ist auch, wofür die spenden. Also die Mormonen zum Beispiel spenden ja irgendwie immer den Zehnten, also 10% vom Einkommen, an ihre Kirche. Also wo man sich dann überlegt, okay, die schicken irgendwie die mormonischen Missionare dann irgendwie, weiß nicht, nach Deutschland, damit die dann in der U-Bahn irgendwelche Leute ansprechen. Das ist vielleicht nicht so ganz so sinnvoll, ja. Aber trotzdem, also dieses subjektive Sinn erfinden, das dadurch entsteht, dass man einen guten Zweck unterstützt, das haben die halt trotzdem, weil die halten ja das für einen guten Zweck. Ja. Und ich meine, es gibt natürlich, das sind alles nur statistische Werte, also es gibt eine Menge auch Ausnahmen und es gibt auch insbesondere natürlich die effektiv-altruistische Bewegung, wo man ja versucht, die Leute davon zu überzeugen, dass sie wirklich substanzielle Teile ihres Einkommens spenden, also bis hin zu so 30-40% des verfügbaren Einkommens. Das ist das, was also der Philosoph Peter Singer ja vorschlägt, ne? Und mein Co-Autor vom dem Covid-Buch, Adriano Manino, ist ja auch involviert gewesen in diese Bewegung und mit Tom und Warnon haben wir das besprochen. Also es gibt einige, die da halt auch, also zu dieser Gruppe gehören selber, ja. Und die sehr stark darauf pushen, das auch selbst praktizieren, dass man halt eben mehr spendet, aber das ist jetzt nicht also repräsentativ für die gesamte Gruppe, ja. Also andere Gruppen spenden mehr. Okay aber, also wir müssen glaube ich, einmal, ja, was zu sagen? Also Sinan, hast du verstanden, was ich gerade eben nicht verstanden habe? Weil wenn du es verstanden hast, dann musst du es mir vielleicht erklären. Wenn du es auch nicht verstanden hast, dann könnte die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass auch der Zuschauer nicht verstanden hätte. Weil mir müsste man es nochmal erklären. Nikhil, was, oder Sinan, weißt du, was ich meine? Könntest du es erklären oder bist du auch mit Fragezeichen im Kopf dran? Also bei der Frage gerade, muss ich dir sagen, habe ich nur noch Fragezeichen, weil du gerade also wirklich eine unglaublich komplizierte Frage gestellt hast. Können wir erstmal klären, was wir jetzt klären wollen? Das wäre vielleicht ganz wichtig. Also für mich ist nach wie vor unklar, warum es, außer ich habe das falsch verstanden, aber Nikhil hat für mich gerade gesagt, es ist überraschend, dass die Leute, die sich am progressivsten einschätzen, weiße Cis-Tech-Ingenieure sind. Nee, vor dem Hintergrund der Hypothese, dass konservativ zu sein einfach bedeutet, du hast Privilegien und du glaubst, dass du sie verdient hast. Das ist exakt nicht das, was die tatsächlich privilegierteste Gruppe, nämlich weiße Tech-Ingenieure im Silicon Valley, über sich selbst glauben. Ja? Die haben das nicht, also die müssten nach dieser Hypothese die konservativsten überhaupt sein. Aber das sind sie nicht, sondern das sind eigentlich die einzigen, die sich als also sehr stark links progressiv vorhanden. Aber deswegen ja mein sozusagen Gegenargument gegen deine Aussage, dass das überraschend ist, weil wir ja vorbesprochen haben, dass aus einer sehr linken Perspektive genau das ja passieren müsste, dass privilegierte Menschen einsehen, dass sie eigentlich damit unglücklich sein sollten, weil sie die Sachen nicht verdient haben. Und wir geben die Hypothese. Also wenn du sagst, also konservativ sind Leute, die Privilegien haben und nicht anerkennen wollen, dass sie diese Privilegien gar nicht verdient haben, ja, dann würdest du zu der Vorhersage kommen, dass diejenigen Leute, die am privilegiertesten sind, halt eben tendenziell die konservativsten Auffassungen vertreten. Das ist aber genau nicht so. Deswegen, wenn du die Hypothese, also ich glaube diese Hypothese auch nicht, aber nachdem die Daten halt eben so sind, wie sie sind, ja, aber es ist eine Hypothese, die, wenn du sie erstmal glaubst, ja, diese Erkenntnis, ja, dass vor allem Tech-Ingenieure im Silicon Valley progressiv sind, überraschend erscheinen lässt. Nicht, wenn du die Hypothese nicht glaubst. Mhm. Ja? Okay, ich glaube, da müssen wir nochmal privat drüber reden. Das geht jetzt zu stark in die Tiefe, ja. Nee, also nicht, dass ich da widerspreche. Ich verstehe es nicht. Nee, ich muss auch verstehen, also so richtig griffig habe ich es gerade auch nicht. Und ich glaube, dann ist es halt wirklich schon auf irgendeiner so achtmal um die Ecke denken Ebene, okay, die uns dann auch hier im Gespräch nicht weiterbringt. Nee, also dann habe ich es vielleicht schlecht erklärt, ja. Also was man macht ist, ja, man stellt eine Hypothese auf, die irgendwie ein Phänomen erklärt. Ne? Also wie kommt es, dass es dieses Phänomen gibt? Ja, in diesem Fall irgendwie, weiß nicht, wie kommt das, dass halt irgendwie Konservative glücklicher sind. Ja? Mhm. Und dann würde man sagen, irgendwie, naja, also wie Glück ist das Ergebnis von Privileg und du redest dir schön, dass du dieses Privileg hast. Ja? Und das ist die erklärende Hypothese, ja. Die haben wir jetzt. Die man in den Raum stellt. So. Genau, die stellst du erstmal halt irgendwie in den Raum und sagst irgendwie, wie müsste die Welt aussehen,
wenn diese Hypothese mir tatsächlich dieses also Resultat, das ich festgestellt habe, Konservative sind glücklicher, erklärt. Okay, und dann gehst du hin und sagst, dann müsste der Tech-Engineer aus Silicon Valley, um den jetzt noch zum tausendsten Mal zu erwähnen, der müsste konservativ sein. Ergebnis ist aber, der ist am progressivsten. So, damit können wir jetzt sagen, diese Hypothese... Und auch ziemlich unglücklich. Okay, und unglücklich. Okay, damit können wir jetzt die Hypothese vom Tisch räumen. So, zumindest haben wir, also das nennt man rekalzitrante Evidenz. Also das heißt, du hast Evidenz gefunden, die zumindest schon mal gegen diese Hypothese spricht. Du hast die Hypothese, du triffst eine Vorhersage und du gleichst die Vorhersage mit der Realität ab und sagst dann, okay, aber wir hätten was anderes erwartet, gegen die Hypothese stimmt, also muss die Hypothese falsch sein. Das ist im Prinzip das Modell. Aber es gibt ja auch konservative Menschen, die Privilegien haben. Also es gibt ja nicht nur den Tech-Ingenieur. Was ist dann mit denen? Mit denen? Also die privilegierten Menschen müssen ja keine politisch homogene Gruppe sein. Also es gibt ja reiche Leute, die konservativ sind oder progressiv sind. Je höher du aufsteigst bei sowohl Bildung als auch generell im sozioökonomischen Status, vor allem Einkommen und Vermögen, desto linksprogressiver wirst du. Statistisch. Kurze Frage. Das heißt nicht, also irgendwer kommt die ganze Zeit an sein Mikrofon, glaube ich. Ich nicht. Das ist Matze. Ja. Die ganze Zeit so ein Klack, 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 Klack. Das macht mich voll wahnsinnig. Also das geht gar nicht, weil ich halte das so vor mir. Wahrscheinlich, weil du es hältst. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Ja. Egal. Entschuldigung, da muss ich mit dem Klack, 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 Klack leben. So, was ich sagen wollte ist, dann, wenn wir die eine Hypothese jetzt über Bord geworfen haben oder sagen, die ist nicht, die zeigt nicht das, was wir zeigen wollen. Ich glaube, was der Matze dann macht, ist, er stellt eben eine andere Hypothese auf. Und die andere Hypothese ist ja das, was du gesagt hast, Matze, dass du dann sagst, ja, die sind progressiv, weil sie eben privilegiert sind und eben das irgendwie erkannt haben, dass sie das sind und dass es ungerechtfertigt ist. Und deswegen sind sie das. Genau. Ja. Also das wäre aus meiner Sicht ja die Vorhersage, also das würde ja in den Kreisen, wo diese Tech-Ingenieure aus Silicon Valley dann wären, würden sie ja genau das lernen, hey, wir müssen das ja so einsehen, weil wir haben das ja alles nicht verdient. Weil als Konservativer würde ich vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, oder würde ich per Definition nicht auf die Idee kommen, dass ich es nicht verdient habe. Das wäre nicht konservativ. Also, du hast dann eigentlich diese Hypothese, es geht um Privileg plus Schönreden, hast du neu aufgestellt und gesagt, es geht gar nicht um die Privilegien, sondern es geht eigentlich eher darum, wie du die Welt betrachtest. Redest du sie dir eher schön oder redest du sie dir eher nicht so schön? Ja, und das bringt uns im Prinzip eigentlich genau zu der Erklärung, die wir anbieten wollen. Das ist nämlich tendenziell, also Menschen mit einem konservativen Lebensentwurf, und den kann man sich selber aneignen, halt bestimmte Arten und Weisen haben, mit der Welt umzugehen. Und ich habe ja schon mal gesagt, also das ist, es gibt so eine Therapieform, die im Prinzip, also die ist relativ einfach, die kann jeder sich auch also selbst aneignen, zumindest also bestimmte Psycho-Hacks, also man macht ja natürlich keine irgendwie, weiß nicht so, Therapiesitzung mit sich selber, ja, obwohl GPT-4 zumindest kann das ganz gut mittlerweile, ja, deswegen zu vermuten steht, dass vielleicht Therapeuten auch bald keinen Job mehr haben, aber egal. Also im Endeffekt, worum geht es? Das ist das, was zum Beispiel Psychologen wie Jonathan Haidt sagen. Also es geht darum, dass wir uns dieses Theoriekonzept oder Therapiekonzept anschauen und sagen, was wird da eigentlich gemacht? Da werden bestimmte mentale Fehlstellungen aufgelöst, ja, und die folgen bestimmten Mustern. Welche sind das? Also wie zum Beispiel, dass du sagst irgendwie, ich habe so ein bestimmtes Gefühl, ja, ich habe das Gefühl, ihr mögt mich nicht und dem vertraue ich jetzt einfach mal, ne? Ich kann mir zwar irgendwie, weiß ich, eine rationale Herleitung machen, irgendwie so, ja, wir haben jetzt schon zum x-ten Mal führen wir dieses Gespräch, ihr seid auch ganz nett zu mir und so weiter, aber irgendwas passt da nicht, ja, also nehmen wir mal an, es wäre so, ja, dann kann ich ja jetzt den Weg gehen, irgendwie zu sagen, entweder mit meinem Gefühl stimmt was nicht oder mit dem Gedankengang stimmt irgendwas nicht, ja, und wenn ich das Gefühl geneigt bin zu priorisieren, ja, dann betreibe ich Emotional Reasoning. Und das ist ein Faktor, wenn man vor allem negative Emotionen hat und denen dann halt irgendwie sehr stark vertraut, ja, das kann einen sehr unglücklich machen. Ja. Also Leute sagen irgendwie, weiß nicht, die Welt ist gar nicht so schlecht, ja, und manche Dinge sind vielleicht schwierig, aber wir haben da in der Vergangenheit auch irgendwie was in die Lösung dafür gefunden. Aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht so an. Ja. Wenn ich dem vertraue,
das ist eine schlechte Ausgangsposition dafür, glücklich zu werden. Und es gibt ein paar andere Dinge, über die wir auch noch sprechen können, also die von der ähnlichen Art sind. Ja. Ist der Ansatz euch plausibel? Gar nicht? Nee? Also ich will nicht mehr nachfragen. Ich glaube, es wird zu hart zu folgen. Okay, also sind gerade im Dickicht unterwegs. Okay, also es gibt bestimmte mentale Muster, die Leute haben. Ja, also vielleicht ist Emotional Reasoning dann nicht das beste Beispiel. Nehmen wir ein krasseres Beispiel. Ja, es gibt Leute, und also zu denen werde ich auch gerne selbst dazu gezählt, ja, die neigen dazu, halt ein Katastrophenszenario aufzustellen. Also nicht die Dinge werden, also was nicht irgendwie, du wachst auf und du hast irgendwie, was nicht, verspürst in irgendeiner Region deines Körpers irgendeinen stechenden Schmerz oder irgendwie sowas. Ja? Und du denkst dir dann, das ist bestimmt irgendwie, was nicht, Krebs und im Endstadium. Ja? Das ist also diese Art von Denken, wo du das schlimmstmögliche Szenario annimmst und sagst, das ist auch noch am wahrscheinlichsten, nennt man also Katastrophentendenz. Mhm. Im Denken. Ja. Das kann zwar stimmen, aber die Frage ist natürlich, also wenn du das bei jedem Ding, was passiert, was also potenziell also zu einem schlimmen Szenario führen könnte oder so, also kompatibel damit ist, ja, wenn du das immer annimmst, ja, dann passiert dir irgendeine Sache und denkst, boah, Katastrophe, ja. Und dann stellt sich raus, nee, ist doch keine Katastrophe, ja. Und bei der nächsten Sache wieder, oh, Katastrophe, ja. Und da stellt sich auch wieder raus, keine Katastrophe, aber dein gesamtes Leben besteht trotzdem nur aus Katastrophen, ja. Und was man dann versuchen würde, dir nahezubringen, und das ist eben das, was halt man empfohlen bekommt in der kognitiven Verhaltenstherapie, ist halt, welche anderen Erklärungen gäbe es denn noch? Ja? Und geh jetzt mal mit einem offenen Geist dran, wie wahrscheinlich ist dann das eine versus das andere? Ne? Also es könnte sein, dass es irgendwie ganz schlimm ist. Ja? Es könnte aber auch noch dieses und dieses und dieses und dieses sein. Ja? Also manchmal hat man halt irgendwie zum Beispiel zu viel Sport gemacht oder irgendein Diskus hat sich irgendwie im Körper verschoben oder irgendwie sowas oder was auch immer. Ja? Also ganz normaler Alterungsprozess, ich weiß, wovon ich rede. Ja. Da passieren manchmal solche Sachen. Ja. Und das heißt, also nimm es erstmal so, es gibt ganz, ganz viele mögliche Erklärungen. Du bist auch keine Person, die das besonders gut beurteilen kann. Also lass erstmal auf sich beruhen und spring nicht sofort zu dem Katastrophenszenario. Ja. Es gibt aber Menschen, die dir mittlerweile einreden, deine Gefühle und dein unmittelbares Erleben ist das, was maßgeblich ist, und wenn du natürlich dann darauf vertraust, denkst du, das kommt mir vor wie eine Katastrophe und ich soll mir ja vertrauen und andere, die da kritische Fragen stellen, denen sollte ich auf keinen Fall glauben, dann hast du natürlich eine schlechte Ausgangsvoraussetzung dafür, dass du ein ausgeglichenes, balanciertes, mentales Leben führst. Und das ist exakt das, was zumindest an bestimmten Bereichen links verortete Menschen dir einreden, ja? Dass du dich so verhalten sollst. Ja. Macht es das ein bisschen klarer? Das habe ich verstanden, ja. Ja. Okay. Ja. Und das ja, macht. Also, wir erhöhen die Emotionen über objektive Maßstäbe sozusagen. Ja. Beziehungsweise, das mag in manchen Bereichen ist das in Ordnung, aber wenn wir das überall anwenden, vor allem in Bereichen, wo wir vielleicht keine Expertise haben oder wo es alternative Erklärungen gibt, könnte das problematisch werden. Beziehungsweise, ich kann mir viele Beispiele ausdenken, wo das problematisch ist. Und letztlich geht es ja darum, wir wollen ja immer noch erklären, warum diese Position, diese nicht konservative Position halt unzufriedener, unglücklicher macht. Und das wäre dann zum Beispiel eine Erklärung dafür, dass das natürlich, wenn das dein Mindset ist, wie übersetzt man Mindset? Dass deine Grundhaltung, Überzeugung, ja, keine Ahnung, gut, sowas ist. Klar, dann siehst du natürlich über Katastrophen und gehst vom Schlechtesten aus und so weiter. Und ich glaube, da ist jetzt für den Zuschauer nach vielleicht verschiedenen Gehirnwindungen, die gerade ein bisschen glühen, klar, das führt nicht so stark zur Zufriedenheit. Genau, nach dieser Art lebt. Ignoranz macht glücklich, könnte man da verkürzt sagen. Das ist auch gut, ja. Also zum Beispiel, also schau dir keine Nachrichten an und so weiter. Ne? Also vor allem nicht jeden Tag, weil du verstehst sowieso nicht, was da abgeht. Das ist nur ein Teilausschnitt. Und es wird natürlich auch das Negativste berichtet, was ein weiterer Effekt ist, ja. Aber ich glaube, was also der Takeaway, ja, oder also die Botschaft, die man sich nach Hause mitnehmen kann, ist, überleg dir mal, was es bedeutet, zu sagen, du bist konservativ. Ja, das heißt ja, du sagst,
Die Dinge sind, wie sie sind und so ist es gut. Ja? Und wenn du diese Einstellung hast, dann bist du fein mit, wie die Dinge sind. Wohingegen, wenn du halt irgendwie, also in einem falsch verstandenen, wie gesagt, ich lege Wert auf den Zusatz falsch verstanden, in einem falsch verstandenen Sinne progressiv bist, dann sagst du, das ist alles ganz furchtbar, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern, hier ist also Katastrophe, ungerecht und so weiter. Ja? Und das macht natürlich mit einem nichts Gutes. Gleichwohl, und das muss man immer dazu sagen, ja, es könnte natürlich stimmen, dass die Leute, die tendenziell progressiv sind, mit der Analyse der Situation, wie sie ist, recht haben. Es gibt einfach, es gibt Armut, es gibt wahnsinnige Ungerechtigkeit in der Welt. Für uns alle ist ein schlechtes Ende am Ende des Weges. Ja, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Also wenn man all das voraussetzt, dann sagt man, wir bräuchten eigentlich ganz massive strukturelle Veränderungen in unserer Gesellschaft. Ja, aber du bist nur eine einzige Person. Und das heißt, du musst dich darauf konzentrieren, was kannst du tun, damit sich die Dinge für dich und in deinem persönlichen Nahbereich verändern. Und das ist, dass du halt eben schaust, wie du Sachen tatsächlich veränderst. Ja? Also nicht irgendwie einfach nur sagen, ist alles ganz furchtbar, sondern was ist der Plan? Ja? Und dann die Dinge tust, die dich in eine bessere Position bringen. Und wenn du es nicht kannst, solltest du in der Lage sein, das anzunehmen und deinen Frieden damit zu machen, weil eine schlechte Situation zu haben und dann auch noch darüber zu also reflektieren die ganze Zeit und zu sagen, das ist ganz, ganz furchtbar, ganz schlimm, dann hast du ohnehin schon eine schlechte Situation und du tust on top nochmal eine negative Emotion drauf. Ja? Mhm. Und das ist das, was zumindest konservative Menschen, und übrigens also in allen Teilen der Erde, ja, also ich denke jetzt gerade spezifisch nach Indien, ja, es gibt ja dort dieses absurde Kastensystem. Und manchmal eben Leute, also die halt dann in einer niedrigen Kaste sind, und die sitzen dann halt irgendwie am Fluss und waschen da irgendwas. Und also es gibt ja auch Leute, die dann hingehen und sagen irgendwie, hey, du bist total gebildet und sowas, warum strebst du nichts mehr an in deinem Leben? Das ist nicht für mich. Ja? Die haben ihren Frieden damit gemacht. Die könnten natürlich tatsächlich was ändern, ja, aber zumindest dieses, ich habe meinen Frieden damit gemacht, das kann man denen nicht mehr nehmen. Ja? Und darin liegt etwas sehr Positives. Und ich sehe jetzt mittlerweile auch, also viele so gesellschaftliche Institutionen ganz viel positiver, wenn man sich das einfach mal so ein bisschen durchdenkt. Also was auch in Indien vorkommt, ist ja halt irgendwie so eine arrangierte eheliche Verbindung. Ja? Also die nicht zwei Leute finden sich, sondern die Eltern von denen handeln aus, irgendwie passen die zueinander, wie schaut's aus mit materieller Versorgung, mit Gift und so weiter. Ja? Und ich habe mir immer gedacht, meine Güte, ja, aber man ist halt eben gebrieft von einer Gesellschaft, die zum Beispiel Liebe so ganz stark romantisiert. Ne? Und das wird ja auch in Filmen so gezeigt, dass es irgendwie, weiß nicht, es geht halt vor allem um diese romantische Liebe. Es geht gar nicht um Kompatibilität im Leben. Ja? Aber wenn man konservativ ist, dann hängt man vielleicht irgendwie die Ziele im eigenen Leben so ein bisschen weiter runter und denkt sich irgendwie, ja, vor allem ist doch wichtig, dass man halt irgendwie gut miteinander auskommt und dass man gleiche Werte teilt und so weiter. Ja? Und das hat tatsächlich so ein bisschen was für sich. Ja, ja, da, also machst jetzt, da machst du jetzt nochmal ein anderes Fass auf, wo ich dagegen argumentieren würde. Haben wir aber heute die Zeit nicht mehr für. Ich verstehe den Ansatz. Ich überlege nur die ganze Zeit, wie würde ich denn einen sehr unzufriedenen Progressiven überzeugen wollen? Und ich komme immer wieder zum Punkt, dass ich mir denke, selbst wenn da, also die Beobachtungen, die du gerade nennst, die stimmen, ja, und trotzdem, glaube ich, wirst du einen progressiven, nennen wir ihn mal Linken, also so fehlgeleiteten progressiven Linken, wirst du nicht überzeugen damit. Weil er am Ende dann immer wieder doch, glaube ich, sagen wird, ja, aber ich kann die Ungerechtigkeit kann ich nicht ignorieren. So, ne? Also da wird dann wieder so dieses Argument ziehen, du bist einfach, weil wenn du das kannst, dann bist du privilegiert. Das wird kommen und das wirst du auch nicht entkräften können. Und das selbst dann, wenn, und darüber haben wir ja die ganze Zeit jetzt davor gesprochen, selbst wenn in der Analyse gezeigt wurde,
dass die Konservativen ja gar nicht zu den Privilegierten gehören, dann wird trotzdem das Argument kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir diese Position der, was der Matze eben gesagt hat, Ignoranz kann auch mal gut tun und so weiter, sich nicht den ganzen Ballast der Welt auf die Schultern laden, das ist ja auch mal gut. Da wird jedes Mal wird kommen, ja, das kannst du nur, weil du privilegiert bist. Auch selbst wenn du sagst, nee, guck dir an, die sind nicht privilegiert und die machen es auch nicht und sind glücklicher, das wird wahrscheinlich nicht überzeugend sein. Weil eben dieses Moralische dahinter, das verfängt so krass und das ist so ein Gewicht, ja, weil sie dann das Gefühl hätten, sie würden dann unmoralisch handeln, wenn sie das darüber hinwegsehen würden. Ja. Wobei ich, und das möchte ich kurz noch sagen, auch etwas beobachte, dass da sich auch ein bisschen was ändert und ich auch von manchen, also ich folge ja vielen verschiedenen politischen Strömungen, dass mir da auch schon aufgefallen ist, dass da auch irgendwann bei manchen so ein leichtes Umdenken stattfindet, dass man sagt, okay, wir können jetzt nicht einfach immer weiter über das Leid der Welt und alles ist ungerecht darüber berichten und uns sozusagen in so einen emotionalen Abgrund stürzen, weil das hilft halt auch nicht. Ja. Ich glaube aber, also die Antwort auf die Frage, wie kannst du mit so jemandem umgehen, ist eigentlich, also es gibt bestimmte Einsichten, die auch sehr alt schon sind, die man trotzdem versuchen kann zu vermitteln, weil man die schon einsehen kann. Ja? Also die Tugenden, die aus der alten Stoa kommen, ja? Also der Denktradition der alten Griechen und Römer, ja? Der Stoiker, genau. Da gibt es drei Werte, ja? Mut, Gelassenheit, Weisheit. Ja? Und das ist in dem neuen Gelassenheitsgebet, also nach dem amerikanischen Theologen, so zusammengefasst, dass du sagst, habe den Mut, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst, habe die Gelassenheit, die Dinge, die du nicht ändern kannst, so zu nehmen, wie sie sind, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also das heißt, wenn du irgendwelche Ungerechtigkeiten in deinem Umfeld siehst und du die Dinge besser machen kannst, go for it. Ja? Mhm. Aber das hat also eine gewisse Grenze. Ja? Manche Sachen kann man einfach auch gar nicht ändern. Bei manchen Sachen, vielleicht hätte man es ändern können, aber du weißt halt im Nachhinein immer erst, wie es gegangen wäre. Ja? Damit musst du fein sein, das kannst du nicht beeinflussen. Und da musst du gelassen sein. Ja? Also sei mutig, gelassen, aber auch weise zu sehen, es gibt halt eben eine pragmatische Grenze, weil wir alle irgendwie auch Normalsterbliche sind und das eben akzeptieren müssen. Naja, und ich glaube, das ist per se so eine Einsicht, die halt irgendwie sehr säubernd ist. Und ja, ich glaube auf Neudeutsch, love it, change it or leave it. Okay, ja, jetzt, ich glaube auch da, ich glaube grundsätzlich würden dir da jetzt wahrscheinlich alle möglichen Leute zustimmen bei dieser drei Staffelungen, die du gerade vorgenommen hast. Ja, vor allem die Konservativen halt. Ja, wobei natürlich, also genau letztlich auch da wieder würde man anfangen, darüber zu diskutieren. Dann würden dann die verschiedenen Weisheiten miteinander ins Gespräch gehen und dann würde man darüber debattieren, was kann man denn ändern? Und da sind natürlich progressiv Linke der Meinung, wir können ganz viel ändern. Ja, wir können zum Beispiel ganz doll auf unsere Sprache achten. Das ist doch etwas, das kann jeder von sich. Jeder kann das. Das ist doch für dich ganz einfach, für mich ganz einfach. Ne? Also aus ihrer Perspektive. Du kannst das. Ja, ich also, weiß. Aber andere Leute sind ja andere Leute. Also ja, das ist halt das. Aber aus ihrem Selbstverständnis, also ihre Weisheit sagt ihnen, hey, das ist doch so leicht für mich, meine Sprache zu ändern. Das muss doch für ganz viele einfach sein. So, also ich versuche nur hier wieder Teufels Anwalt zu spielen, also um zu sagen, ne, also dass sie denken sich, wir haben viele kleine Sachen, wir achten auf die Sprache da, wir achten darauf, dass wir uns da keinen Federschmuck anziehen und so weiter. Und das sind alles kleine Bausteine, das ist ganz einfach und das hilft. Und ich wäre jetzt die andere Position, die sagt, ja, hab mal die Weisheit, dass du nie die Leute dahingehend alle überzeugen wirst. Ja, und dann, wenn du das einmal begriffen hast, dann habe die Gelassenheit, dass es dir vielleicht auch ein Stück weit scheißegal ist. Und dass es vielleicht auch eine Sache ist, die man irgendwo, also den Kampf, denn der lohnt sich für mich nicht. So, den kämpfe ich nicht, weil da gibt es kaum was zu gewinnen. So. Und darüber diskutieren wir ja nur. Ne? Und aber auch da jetzt, also, die, ja.
Hardcore-Linken auch wieder sagen, dir kann es nur scheißegal sein, weil du genug Privilegien hast. Ja, gut. Und jeder hat die Verantwortung, in seinem kleinen Kosmos was zu machen. Und wenn du aufgibst, also im Sinne von, hey, ich habe damit abgeschlossen, meinen Frieden gefunden, das kannst du auch nur, weil du Privilegien hast. Und das ist schon der Fehler, weil dann hilfst du nicht mehr weiter, die Dinge zu verändern. Die Leute, die nicht damit fein sein können, weil sie wirklich sowas von unterprivilegiert sind, die werden dann darunter leiden und dann bist du Teil des Problems. So, und wenn man das konsequent zu Ende denkt, das ist das, was du gesagt hast, Sinan, zu Nikhil, das wird kommen. Also dieser Einwand wird kommen. Jetzt versteht man vielleicht endlich, warum ich dieses ständige Privilegien-Checking und diese Opfer-Olympiade und so weiter, dass ich die so zum Kotzen finde, weil sie eben dann nicht mehr um die Sache diskutiert, weil das einfach Totschlagargumente sind. Also wenn ich zu einer bestimmten Erkenntnis komme und sage, das ist ein Kampf, der lohnt sich nicht, da gibt es zu wenig zu holen und hab die Gelassenheit und wenn dann einfach nur zurückkommt, dann bist du halt so privilegiert. Also ganz ehrlich, da diskutiere ich dann auch nicht mehr und sage, okay, weil wenn wir im Prinzip das einfach im Vorfeld schon abstecken, dann ist das halt so. Dann, das ist ja keine Debatte. So. Deswegen regt mich diese Debatte ja auch so auf und thematisiere sie seit sehr, sehr langer Zeit schon, weil sie meiner Meinung nach Gift ist. Also, weil wir können sehr wohl darüber reden, ob eine Veränderung etwas bringt, ja, das wäre dann so, also sprachliche Veränderungen bringen die etwas, auch Rücksichtnahme auf bestimmte Sachen und so weiter. Darüber kann man diskutieren, aber da muss man auch bereit sein zu akzeptieren, wenn dabei herauskommt, okay, Aufwand wäre immens, Überzeugungsarbeit wäre so groß, dass die nicht zu bewerkstelligen ist und im Ergebnis gewinnst du fast nichts. So. Und dann will ich nicht schon wieder das Privilegien-Bingo spielen. Also darauf habe ich irgendwann an, das bringt halt nichts. So. Gut. Ja, deswegen machst du lieber Sachen, die was bringen, bewirken in deinem eigenen Nahbereich. Ja. Also wie das Basketballprojekt. Genau, genau. Und das würde mich interessieren, wie viele Leute, die sehr darunter leiden, dass die Welt so schlecht ist, tatsächlich sowas haben. Weil ich glaube, wenn du unmittelbar, auch wenn es nur irgendwie eine Person ist, die einen schönen Nachmittag hat, weil du dir Zeit nimmst und da irgendwas zeigst oder irgendwie sowas. Ja. Das ist so gewinnbringend. Ja. Ich weiß das, weil ich habe halt früher auch also für etwas benachteiligte Kinder ab und zu mal halt irgendwie von der Gemeinde organisiert in dem Tennisverein, wo ich Tennisunterricht gegeben habe, und eben immer so Nachmittage gemacht. Ja. Und das ist wahnsinnig erfüllend. Ja. Und du weißt natürlich, dieses ganze Leid in der Welt ist immer noch da. Ja. Mhm. Aber dieser einen Person geht es jetzt ein Stück besser. Das wäre jetzt so ein bisschen auch wieder die konservative Sichtweise zu sagen, so jeder kehrt erstmal von der eigenen Haustür und dann ist die ganze Straße sauber. Ja, genau. So, wir sind am Ende unseres zweiten Teils angelangt. Jetzt ist ja die Frage, ich glaube, wir haben noch ein bisschen was wir besprechen wollen würden. Wie sieht's aus, Jungs? Wollen wir einen dritten Teil machen? Ja, glaube ja. Mal, ja. Ich glaube auch, Nikhil, dein Teil ist eigentlich auch noch nicht in Gänze abgeschlossen. Ich glaube, du hättest auch noch was zu sagen. Ich habe auch noch zum Thema Religion, das haben wir jetzt schon zweimal angeteasert, sind noch nicht dazu gekommen. Ich werde auch noch ein Video dazu machen, aber ich glaube, in der Runde ist es auch ganz angenehm, weil es einfach noch Dinge zu sagen gibt. Lass uns das machen. Dann machen wir so. Ich hoffe, jetzt sind ein paar wieder aufgewacht, unsere Zuschauer. Im Mittelteil war vielleicht mal kurz ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, man kann auch einfach mal ganz nett unseren Stimmen hören und man klingt sich dann einfach wieder mit ein, wenn wir auch zu einer Erkenntnis gekommen sind. Ihr habt jetzt sozusagen Live-Brainstorming von uns mitbekommen. Ansonsten bleibt nur zu sagen, gerne nächstes Mal wieder dabei sein, abonnieren, liken, was auch immer, teilen. Wir werden uns mal weiter unsere Gedanken machen und beim nächsten Mal dann den Religionsgedanken nochmal mit mehr einfließen lassen. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.